Nesthäkchen stößt spitze Schreie aus. Über meiner gedanklichen Analyse des Rosenblätterbades habe ich es versäumt, ihr den weißen Lieblingswaschlappen mit dem grünen Nilpferd während des Haarewaschens vor die Augen zu halten. Nesthäkchen protestiert heftig, kreischt, jammert und flüchtet tropfend und mit Schaumkrone auf dem Kopf aus der Duschwanne. Sie will aus dem Badezimmer rennen, rutscht kurz vor der Tür aus und bevor ich sie greifen kann, schlägt sie mit dem Kopf auf der Metallkante der Türschwelle auf. Stille. Ich halte den Atem an. 21, 22, beginne ich zu zählen. Die Schaumkrone beginnt sich rot zu färben. Und endlich beginnt Nesthäkchen lauthals zu schreien. Dem Himmel sei Dank, sie ist nicht bewusstlos, nur eine kleine Platzwunde. Aber ein Besuch beim Kinderarzt muss dann jetzt wohl sein. Auf der Fahrt in die Praxis springt mir ein Kinoplakat mit George Clooney's Konterfei ins Auge. Seinen neuen Film, den muss ich sehen, sage ich zu meinem verständnislos dreinblickenden Nesthäkchen. Ich bin schon lange an dem Plakat vorbei, da sehe ich immer noch den intensiven Blick seiner braunen Augen vor mir und mir wird ganz warm. Einen Augenblick vergesse ich das blutende, weinende Kind auf der Rückbank. Ein Kinoabend, nur ich ganz allein und natürlich George. Kein Jimmy Blue, kein Johnny Depp und auch keine Disney-Prinzessin schwärme ich in Gedanken. In die letzte Vorstellung würde ich gehen. Da sind keine lärmenden, Popcorn mampfenden und mit Chips Tüten raschelnden Teenies. Vorher ein gemütliches Essen. Nicht beim goldenen Mac und nicht beim Pizza Hut, sondern in einem richtigen Restaurant. Mit weißen Tischdecken, Kristallgläsern und herrlicher weihnachtlicher Dekoration und nachher einen Cappuccino trinken in einer Lounge, in der man irrsinnig, elegante und erfolgreiche junge Frauen im Designerkostüm und mit Laptop unter dem Arm trifft, träume ich weiter.